Willkommen zum Tutorial Übersicht über das Backend. In diesem Tutorial wollen wir Ihnen zeigen, wie Sie mit Typo 3 arbeiten können und wie der Bereich aussieht, wo die Anpassungen gemacht werden, das sogenannte Backend. Wir loggen uns zuerst einmal in das Backend ein. Dazu geben wir den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken hier auf Login. Und schon sind wir im Backend. Wie Sie hier sehen können, arbeiten wir mit der Typo 3 Version 4.2.8. Wenn etwas bei Ihnen nicht genauso aussieht wie hier, könnte es daran liegen, dass Sie eine andere Version benutzen. Es ist natürlich jederzeit möglich, Ihr Typo 3 System auf die neueste Version abzudaten. In der linken Spalte finden Sie alle Module, mit welchen Sie die Typo 3 Seite bearbeiten können. Ich möchte kurz einen Überblick über diese Module geben. Wir haben hier das Modul Seite, das am weitaus häufigsten gebraucht wird. Damit können Sie neue Seiten einfügen, Seiten löschen, Inhalte einfügen oder Inhalte bearbeiten. Mit dem zweiten Modul, dem Modul Liste, können Sie zum Beispiel Newsbeiträge erfassen oder wenn Sie ein Gästebuch haben, können Sie Gästebucheinträge löschen oder editieren. Hier im Modul Dateiliste werden alle Files verwaltet, welche Sie auf Ihrer Seite verwenden. Das sind zum Beispiel alle Bilder, welche auf Ihrer Webseite angezeigt werden, oder auch PDFs, welche Sie zum Download anbieten möchten. Hier gibt es noch zwei Module Hilfe, welche nicht wirklich gebraucht werden. Ich hoffe nach diesem Tutorial sowieso nicht mehr. Mit diesen Dreiecken kann man das Ganze ein- und ausblenden. Wenn Sie das Ganze etwas übersichtlicher ordnen wollen, dann können Sie einfach hier das Ganze ein- und ausklappen. Wenn Sie mit dem Backend am Arbeiten sind, werden Sie meist eine dreispaltige Ansicht haben. Wir haben einmal die erste Spalte mit den Modulen. Wenn Sie jetzt ein Modul auswählen hier, dann geht eine zweite Spalte auf, in dem die Seitenstruktur Ihrer Webseite angezeigt wird. Und wenn Sie dann hier eine Seite auswählen, die Sie bearbeiten möchten, dann wird in der dritten Spalte der Inhaltsbereich dieser Seite angezeigt. Schauen wir uns zunächst einmal die zweite Spalte etwas genauer an. Wir haben hier oben einen Filter. Wenn Sie hier jetzt eine riesen Webseite mit unzähligen Seiten haben, dann können Sie hier ein Filterwort eingeben, zum Beispiel News. Und es werden alle anderen Seiten ausgeblendet, welche dieses Wort nicht beinhalten. Sie sehen also, es sind nur noch diese zwei Seiten, welche News beinhalten. So können Sie Seiten leichter finden. Hier können Sie das Wort wieder löschen und es werden wieder alle Seiten angezeigt. In diesem Seitenbaum ist es wichtig zu wissen, dass eine solche Seite aus zwei Elementen besteht. Einmal aus dem Icon, das Sie hier sehen. Und zum anderen aus dem Wort oder dem Seitentitel. Es geschieht jetzt etwas anderes, wenn ich hier auf die News-Anzeige klicke, dann erscheint hier einfach der Inhaltsbereich dieser Seite. Wenn ich aber auf das Icon davor klicke, dann geht hier ein Kontextmenü auf, wo ich verschiedene Optionen zu dieser Seite auswählen kann. Ja, ich denke, damit haben wir uns einmal einen Überblick über das Backend verschafft. Wenn Sie weitere Informationen zu den einzelnen Modulen möchten, dann schauen Sie die weiteren Tutorials an. Wenn Sie mit dem Arbeiten im Backend fertig sind, können Sie hier auf Logout klicken und schon sind Sie wieder draußen. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.